Heute besuchen wir die Stadt Salalah. Es ist die Hauptstadt der Provinz Dhofar im Süden Omans. Sehenswert ist die 2009 eingeweihte Sultan Qaboo Moschee im Stadtzentrum. Im Anschluss unserer Stadtbesichtigung von Salalah besuchen wir das berühmte Weihrauchmuseum der Stadt, welches sich auf dem berühmten riesigen Gelände der alten Stadt Al-Balet in Salalah befindet. Die Stadt Al-Balet, früher der wichtigste Hafen im Arabischen Meer, ist älter als 2000 Jahre. Die Stadt mit ihren großen Ausmaßen und deren historischen Städte gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Nach dem Besuch des Museums und des Außengeländes besuchen wir noch den traditionellen Souk, der in unmittelbarer Nähe liegt. Hier kaufen wir den berühmten grünen Weihrauch. Weihrauch. Thank you. Danke, ne? Hä? Die Einfahrt zur Khor Rori Bach, der größten Lagune Dhofars und der archäologischen alten Stadt Samhuram, angeblich die Wohnstätte der Königin von Saba. Hier liegen die Ruinen des einzigen Weihrauchhafens und Tor zu Handelsbeziehungen nach Griechenland und bis in den fernen Osten.
genau, ne? 23. Dann lass uns runterfahren an die Lagune. Weiter entlang der Meeresstraße fahren wir noch ins Fischerdorf Tacca und sehen die interessante Burg, die von Wachtürmen und den typischen Steinhäusern umgeben ist. Auf einer Anhöhe der Berg haben wir einen herrlichen Ausblick in die Weide bis zum Meer. Weiter geht unsere Fahrt durch herrliche grüne Berglandschaften in die Wadi Dabat mit der natürlichen Quelle Ayn Rasat. Sehr beeindruckt von den Erlebnissen dieses Tages fahren wir wieder die Küstenstraße zurück nach Mirbad ins Hotel Marriott. Auf halbem Weg nach Mirbad bewundern wir nochmal die wunderschönen Wanderdünen, die teilweise über die Straße hinweg fegen. Nochmals besuchen wir den Hafen von Mirbad. Hier angekommen staunen wir nicht schlecht. Hier liegen hunderte von Haifischen, die gerade ausgeladen wurden. Einige Merlinfische, Hammerhaie, Riffhaie und Thunfische werden in eisgekühlte LKW verladen. Wir sind beeindruckt vom großen Fischreichtum in diesen Gewässern. Ich kann nicht mehr.